Ja, hallo, ich heiße Sie herzlich willkommen zum heutigen Vortrag 10 Minuten gegen das Aufschieben. Ich darf mich einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Deborah Peine. Ich bin Diplompsychologin und arbeite im Studiencoaching im ZFBK. Falls Sie das ZFBK noch gar nicht kennen, nehmen Sie sich auf jeden Fall mal einen Flyer mit oder schauen mal auf der Homepage. Sie finden das ZFBK in der Karl-Glöckner-Straße, ganz in der Nähe vom Fürth 2. Und dort gibt es ein ganz breites Angebot für alle Studierenden. Dort finden Sie zum Beispiel die Sprachkurse, die Study Skills Kurse, das Schreibzentrum mit der persönlichen Schreibberatung und den Schreibkursen, das Studiencoaching, dann auch das Career Center und die Tutorenqualifizierung. Wie gesagt, ich arbeite im Studiencoaching. Das ist ein psychologisches Beratungsangebot für Studierende, die das Gefühl haben, dass es gerade nicht so ganz rund läuft im Studium. Meine Kollegin Gabi Wotschke und ich, wir unterstützen und beraten Studierende bei allen Themen rund um Lerntechniken. Wie kann ich mich gut auf Prüfungen vorbereiten? Wie gehe ich um mit Prüfungsangst, mit Stress, mit Entscheidungen, die ich zu treffen habe, auch mit Misserfolgen, mit denen ich vielleicht zu tun habe. Und ein Thema, was auch immer wieder vorkommt, ist das Thema Umgang mit Motivationsschwierigkeiten und Aufschiebeverhalten. Ja, dazu bin ich heute hier eingeladen, Ihnen ein bisschen was zum Thema Aufschieben zu erzählen. Wir haben so 15 Minuten, also so 10 bis 15 Minuten. Und ich werde Ihnen auch zeigen, was man so jeden Tag so innerhalb von 10 Minuten machen kann, besser mit Themen umzugehen, die man so vor sich her schiebt. Ja, es gibt zum Thema Aufschieben eine ganze Menge an... Es geht nicht weiter. Jetzt geht es. Okay. Jetzt haben wir die Folie. Genau, es gibt eine ganze Menge an Theorien, an Studien zum Thema Aufschieben und somit eine ganze Menge auch an Tipps. Damit wir über das Gleiche sprechen, habe ich Ihnen eine kurze Definition mitgebracht, was Aufschieben überhaupt bedeutet. Und Aufschieben bedeutet, dass wir eine Aufgabe, die wir eigentlich schon längst anfangen könnten, freiwillig verschieben auf morgen, auf nächste Woche, auf irgendwann. Und das in einem Ausmaß, dass wir uns selber damit schon nicht mehr wohlfühlen. Also dass wir schon wissen, oh, ich werde ein schlechtes Gewissen haben, ich werde in Zeitdruck kommen, ich werde Schwierigkeiten bekommen, überhaupt rechtzeitig fertig zu werden. Eine kleine Frage an Sie. Wer kennt das? Wer hat schon mal was aufgeschoben? Ah, okay, wunderbar. Ganz viele. Genau, Sie sind auch gar nicht alleine damit. Na, also Studien zeigen, also 80 bis 95% der Studierenden sagen, dass sie Sachen aufschieben. Und immerhin ein Viertel davon sagt, dass das etwas ist, was sie chronisch machen oder was so ein Persönlichkeitszug von ihnen ist. Es ist aber nicht nur ein studentisches Problem. Also es gibt alte Texte, fast 3000 Jahre alte Texte, in denen auch schon davon die Rede ist, dass man noch Sachen sofort erledigen sollte. Also es ist ein Thema, was die Menschheit schon ganz lange beschäftigt. Warum das im Studium so viel auftritt, hat auch was mit den Aufgaben zu tun, mit denen wir so im Studium konfrontiert sind. Das sind oft Aufgaben, die sehr groß sind, sehr komplex sind, wo man nicht so den richtigen Anfang erstmal findet, wo nicht so ganz klar ist, lohnt sich das überhaupt für nur mal kurz dran setzen oder soll ich darauf warten, dass ich jetzt für 2-3 Stunden Motivation habe? Und wenn man mal so überlegt, wie oft hat man diesen Punkt, wo man denkt, boah, jetzt könnte ich den ganzen Vormittag dran sitzen bleiben. Das passiert nicht so oft tatsächlich. Na, und oft sind es auch Aufgaben, die erst in einigen Wochen oder Monaten fertig sein sollen, wo wir klar haben, so, da kommt erst sehr viel später überhaupt eine Belohnung. Ja. Und es gibt, wie gesagt, verschiedene Techniken, wie man damit umgehen kann. Und ein Trick, der sehr gut funktioniert, ist der sogenannte 10-Minuten-Trick. Beim 10-Minuten-Trick geht es darum, sich spontan an diese Aufgabe dran zu setzen mit der Idee, auf jeden Fall für 10 Minuten dran sitzen zu bleiben. Komme, was wolle. Für 10 Minuten, glaube ich, kann man immer Motivation finden, zu sagen, ich setze mich mal an den Schreibtisch, ich blätter erstmal ein bisschen durch, ich google mal einen Begriff und ich gucke einfach mal, was so kommt und bleibe aber auf jeden Fall für 10 Minuten dran sitzen. Vielleicht stellen Sie sich sogar einen Countdown, irgendwie mit einer Eieruhr oder mit einem Smartphone und bleiben auf jeden Fall diese 10 Minuten dran. Ja. Und nach diesen 10 Minuten, dann entscheiden Sie. Es gibt 2 Möglichkeiten, was Sie machen können. Entweder Sie bleiben dran oder Sie brechen sozusagen die Aufgabe an dieser Stelle ab. Sie können sich also nach 10 Minuten fragen, möchte ich weiterarbeiten, schaffe ich noch ein bisschen mehr?
Also wenn ich Leute frage, sagen sie, in der Regel ist das Schwierige, überhaupt anzufangen mit einer Aufgabe und nicht dann, wenn man einmal angefangen hat, weiterzumachen. Das heißt, was wir überwinden müssen, ist so diese Anfangshemmung. So wie beim Fitnessstudio, das Schwierigste ist, zu Hause die Tasche zu packen und hinzufahren. Wenn man einmal da ist, ist man da. Wenn man einmal angefangen hat und so die erste Trägheit überwunden hat, dann geht es oft ganz gut weiter. Also was halt nach 10 Minuten passieren kann, ist, dass man merkt, oh Mensch, ich habe so einen Einstieg gefunden, ah, jetzt mache ich noch ein bisschen mehr, dann schaffe ich sogar eine halbe Stunde und ja, habe es halt relativ schnell dann halt erledigt. Die andere Möglichkeit ist, dass sie entscheiden, dass sie aufhören, aus irgendeinem Grund. Vielleicht, dass sie denken, ach komm ey, das reicht erstmal, ich habe jetzt den Einstieg geschafft oder oh nee, ich habe auch wirklich überhaupt keinen Bock auf dieses Thema oder ich brauche erstmal was ganz anderes, um da weiterarbeiten zu können oder es gibt was viel Wichtigeres, was mir nicht aus dem Kopf geht. Dann hören sie halt auf und machen vielleicht am Nachmittag nochmal 10 Minuten oder am nächsten Tag 10 Minuten und kommen so immer so schrittchenweise weiter. Ja. Auf der Folie steht, zwingen Sie sich nicht zum Weiterarbeiten, insofern, dass diese 10 Minuten nicht einfach nur ein Trick sein sollen. Also wenn man sich hinsetzt mit, okay, ich sag zwar nur 10 Minuten, aber am Ende muss ich doch 2 Stunden sitzen bleiben, dann funktioniert es nicht. Also die Idee ist wirklich, 10 Minuten dran setzen und dann gucken, ja, mache ich weiter oder mache ich nicht weiter. Und auch wenn Sie nicht weitermachen, haben diese 10 Minuten haben immer einen Wert. Man kann eine ganze Menge schaffen in 10 Minuten. Also stellen Sie sich vor, Sie müssen einen formalen Brief schreiben an irgendeine Behörde. Dann hat man nach 10 Minuten, hat man vielleicht schon mal herausgefunden, okay, wie genau ist die Anschrift, wie genau ist, wer ist der Adressat und haben vielleicht schon mal so 3 Stichpunkte hingeschrieben, was Sie, also ganz umgangssprachlich, was Sie eigentlich vermitteln möchten. Wenn Sie dann am nächsten Tag nochmal das Dokument aufmachen, dann sehen Sie, oh, das Blatt ist nicht mehr leer, sondern es gibt schon so eine Grundstruktur, an der ich schon so ein bisschen weiterarbeiten kann. Das macht das Ganze schon mal sehr viel leichter. Oder wenn Sie etwas zu lesen haben, etwas vorzubereiten haben für eine Klausur, für eine Hausarbeit, können Sie sagen, okay, ich gucke mir mal den Text an und schaue mal, welche Begriffe springen mir so ins Auge, was sind so die zentralen Aussagen oder ich schaue mir eine Definition an, die ich mir so gut einpräge, dass ich sie auch noch am nächsten Tag weiß. Aber beim Thema Haushalt gibt es ganz viele Beispiele, wenn Sie sich überlegen, Sie nehmen sich 10 Minuten Zeit, Ihr Zimmer aufzuräumen oder das Bad zu putzen, da schafft man auch eine ganze Menge so an erkennbarem Unterschied zu vorher. Ja. Sie können mal überlegen, was haben Sie so für Aufgaben, was können Sie vielleicht heute noch erledigen, dass Sie denken, oh, dafür lohnt es sich mal, das mal einfach mal auszuprobieren, als Experiment. Sie müssen ja nicht dran bleiben, aber sozusagen, okay, ach komm ey, ich stelle mir mal einen Timer, 10 Minuten, widme ich mal mich mal dem Projekt, keine Ahnung, die Eltern haben gesagt, kümmere dich doch mal um eine Altersvorsorge für, weiß ich nicht, für irgendwann. Und man sagt mal, gut, ich google mal den Begriff und gucke erstmal, was gibt es denn da überhaupt so. Und dann habe ich beim nächsten Mal schon so eine Idee, wie ich mit so einem Riesenthema weitermachen kann. Na. Ja, und das Wichtigste dabei, auch wenn man nur 10 Minuten dran geblieben ist, ist, dass das immer einen Wert hat. Also ich bin nach 10 Minuten an einem Punkt, an dem ich vor 11 Minuten noch nicht war. Irgendwas habe ich dadurch besser verstanden, neu gelernt, irgendwas ist ordentlicher als vorher oder ich habe einen Einstieg, ich weiß, wie ich weitermachen kann oder ich weiß, wie ich auf keinen Fall weitermachen sollte, dass ich diesen Text zum Beispiel nicht gebrauchen kann. Also irgendwo bin ich ja immer ein Stückchen weiter. Und das ist durchaus ein Punkt, wo man sagen kann, hey, das habe ich heute gut gemacht, da bin ich ein, ja, da habe ich so einen kleinen Erfolg erzielt, dafür kann ich mich vielleicht auch eine kleine Belohnung suchen, je nachdem, was das so für eine Aufgabe ist, mit der ich begonnen habe. Genau. Also ob man einen Erfolg hat oder nicht, hängt ganz viel davon ab, was man sich für ein Ziel gesetzt hat. Also ein Erfolg ist, ich setze mir ein Ziel und ich erreiche es. Und somit können wir eine ganze Menge ja selber handeln, ob wir Erfolge haben oder nicht. Also was genau setze ich mir für ein Ziel? Und die meisten Menschen mögen Erfolgserlebnisse. Also lieber sozusagen sich was Kleines vornehmen und das erreichen, sich darüber freuen, als sich immer wieder ganz viel vorzunehmen und jedes Mal zu merken, oh, wieder nur die Hälfte geschafft. Ja. Das noch so als kleine Idee für Sie. Na. Ja, und wenn Sie dazu noch Fragen haben, können Sie mich gerne gleich im Anschluss ansprechen. Und Sie können auch, wie gesagt, jederzeit auch in die persönliche Beratung, ins Studiencoaching kommen. Das ist für Sie kostenlos, vertraulich, unterliegen der gesetzlichen Schweigepflicht. Und Sie können ganz einfach bei StudIP schauen, welche Termine frei sind und können sich mit einem Mausklick Ihren Wunschtermin dort sichern. Ja, damit danke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen ganz viel Erfolg bei Ihren nächsten 10 Minuten und ja, weiterhin eine gute Woche.
Dankeschön.